Wenn du jetzt hier bei dieser Challenge dabei bist, die 5 Tage, und am Freitagabend dann denkst, ich würde ja gerne. Und dann weiter denkst, aber erst muss noch das oder dann, wenn dann, wenn dann, und ha, ist vielleicht doch nicht der richtige Zeitpunkt und, und. Dann gehst du ja immer wieder zurück. Also du gehst so einen Schritt vor und wieder 2 zurück. Du hast Impulse bekommen und würdest gerne und gehst wieder zurück. Und das möchte ich dir jetzt mal verdeutlichen, wie du das einfach auch durchsprechen kannst. Einfach mal dir ein Bild dazu geben. Hallo und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Bin mal gespannt, wer heute Abend zu Teil 2 unserer 5-Tage-Challenge, ich ändere was-Challenge live hier dabei ist. Wer sich mit mir freut, hier gemeinsam die Zeit jetzt zu verbringen. Ah, ich sehe, die ersten Zuschauer sind da. Wer es ist, kann ich noch nicht sehen. Wäre schön, wenn du mal etwas ins Kommentarfeld reinschreibst. Zum Beispiel ein Ja dafür, dass du dich auch freust jetzt hier auf unsere Zeit, die wir gemeinsam hier haben. Zum Thema Ich ändere was Challenge. Hallo, liebe Hilke. Wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Ja, ich hoffe, heute Abend kann ich schneller deine, eure Kommentare hier sehen. Die Maja ist dabei. Hallo, liebe Maja. Schön, dass auch du nochmal dabei bist. Ich denke, dass ich heute Abend den Dreh raus habe. Ja, ihr Lieben. Gestern haben wir uns darüber unterhalten, wie du mit deinem Seelenplan Geld verdienen kannst, auch wenn du jetzt noch keine Vorstellung davon hast. Und an dieser Stelle mal ein ganz großes Dankeschön. Ich habe so, so viele Nachrichten bekommen, auch in meinem E-Mail-Postfach, dass ich dein Herz berührt habe und dass so das Thema Angst aber noch aufkommt. Hallo, liebe Selina, schön, dass auch du dabei bist. Und zu dem Thema Angst möchte ich jetzt mal gleich noch eingangs was sagen, bevor wir dann dazu kommen, wie du dir auch ein sicheres Einkommen hier generierst. Wo kommen diese Ängste überhaupt her? Hallo, liebe Daniela, schön, dass auch du dabei bist. Wo kommen diese Ängste her? Das sind sogenannte Urängste, die wir noch in uns haben. Denn wenn du jetzt so ansatzweise erkannt hast, da ist etwas in dir drin, du kannst es noch nicht so richtig greifen, aber da ist etwas in dir drin, was gelebt werden möchte, was entdeckt werden möchte. Und du hast durch die Inspiration, vielleicht auch von gestern Abend, so ein paar Impulse, Ideen bekommen, was das da sein könnte, was deine Einzigartigkeit ausmacht, was dein Potenzial ist. Auch wenn du noch keinen konkreten Plan hast, aber du hast so ein paar Ideen. Es rumort ja, irgendwas rumort ja in dir, sonst wärst du ja überhaupt nicht hier dabei. Du willst ja tief aus deinem Herzen, aus deiner Seele heraus etwas verändern. So. Das heißt, es geht da mit anderen Worten gesprochen ja darum, dass du deine Komfortzone verlässt, Neuland betrittst. Und das sind die Dinge, die uns zunächst mal Angst machen. Wenn es jetzt einfach nur darum gehen würde, deine Komfortzone so ein bisschen zu erweitern, dann wird dir das nicht viel Angst machen. Dann würdest du einfach gehen. Dann hättest du dich schon irgendwo sichtbar gemacht am Markt. Aber jetzt geht es ja wirklich darum, so die Komfortzone zu verlassen und in dein neues Leben durchzustarten. Das, was deine Seele, dein Herz sich eigentlich mal vorgenommen haben, als sie hier in dieser Familie jetzt inkarniert hat, vor einigen Jahren. Und da kommen diese Urängste auf, die in unserem Stammhirn noch verankert sind, aus Zeiten, wo wir Jäger und Sammler waren. Denn wenn wir da unser gewohntes Terrain, also unsere Komfortzone verlassen haben, dann konnte um die Ecke der Säbelzahntiger hocken. Da hatten wir eine berechtigte Todesangst. Aber wir mussten die ja überwinden. Wir mussten ja unsere Familie und uns selbst ernähren. Wir mussten ja auf die Jagd gehen. Okay? Und das ist auch im Übrigen jetzt kein spiritueller Humbug, den ich da von mir gebe. Das ist auch irgendwo wissenschaftlich belegt.
frag mich jetzt nicht wo, da bin ich immer so ein bisschen pragmatisch unterwegs. Ich lese dann die Dinge, okay, fühlt sich stimmig für mich an und das Wesentliche, das behalte ich mir dann einfach im Sinne. Das ist merkwürdig. Alles andere vergesse ich dann immer gerne oder schiebe es zur Seite. Und das möchte ich dir jetzt mal gleich mit auf den Weg geben. Je größer deine Angst ist, umso größer ist auch dein Potenzial. Und da habe ich dir hier mal noch etwas mitgebracht als Metapher, um dir das einfach mal deutlich zu machen. Das sind nämlich auch diese Ängste, das sind auch so diese Gummibänder, die uns letzten Endes zurückhalten. Ich würde ja gerne, wenn du jetzt hier bei dieser Challenge dabei bist, die 5 Tage, und am Freitagabend dann denkst, ich würde ja gerne. Und dann weiter denkst, aber erst muss noch das oder dann, wenn dann, wenn dann und ha, ist vielleicht doch nicht der richtige Zeitpunkt und und. Dann gehst du ja immer wieder zurück. Also du gehst so einen Schritt vor und wieder 2 zurück. Du hast Impulse bekommen und würdest gerne und gehst wieder zurück. Und das möchte ich dir jetzt mal verdeutlichen, wie du das einfach auch durchbrechen kannst. Einfach mal dir ein Bild dazu geben. Das hier bist du. Du bist ein Engel. Du bist einzigartig. Und du hast auch Flügel, die kommen nur bislang noch nicht zum Einsatz. Und das hier ist eine Mauer. Da haben wir ein Gummiband. Und das ist jetzt mal metaphorisch dafür gesprochen. Du stehst hier, du hast diese unsichtbaren Gummibänder um dich gespannt, in Form von Ängsten, in Form von Prägungen, Glaubenssätzen, was auch immer. Und dann gehst du so ein Stück vor, muss man hier so rübergehen, dann kann ich dir da so spiegeln in der Kamera, das vielleicht besser zeigen. Dann gehst du vor und wieder zurück und nochmal ein Stückchen weiter vor und nochmal zurück. Irgendwas hält dich immer wieder zurück, die Ängste in erster Linie. Okay. Meine Liebe, was geschieht denn, wenn du jetzt hier einfach gehst? Was geschieht dann? Schreib es mir gerne mal in den Chat rein. Was geschieht, wenn du hier einfach gehst? Und dieses Angstgummiband, was geschieht mit dem? Du gehst einfach weiter und du gehst einfach weiter. Was passiert dann? Was glaubst du? Schreib es mir gerne mal in ins Kommentarfeld rein. Wenn ich das jetzt hier überspanne und einfach weitergehe, es wird reißen. Das Gummiband der Angst reißt. Und was ist dann mit dir? Du hast Momentum aufgebaut und du bist unaufhaltbar und deine Flügel, deine Engelsflügel, um es mal so auszudrücken, die sind endlich mal zum Einsatz gekommen und du kannst losstarten und durchstarten und du wirst stolz auf dich sein, dass du deine Ängste überwunden hast und du wirst festgestellt haben, rückblickend, es gab keinen Grund, diese Riesenängste zu haben. Ich bin so froh und dankbar, dass ich die jetzt durchbrochen habe, dass ich mein größtes Potenzial jetzt brachgelegt habe und weiter auf meinem Herzensweg gehen kann und unaufhaltbar geworden bin. Und dieses wunderbare Leben jetzt einfach im Außen sich zeigt. Also, ganz klares Indiz, da wo deine größte Angst ist, ist dein größtes Potenzial. Das ist immer so. Okay? Und deshalb ist das ein klares Indiz dafür, dass du erst recht hier richtig bist und dass es darum geht, deine Einzigartigkeit ans Licht zu bringen, deinen Diamanten zu schleifen und zum Glänzen zu bringen. Und da sind wir auch schon beim heutigen Thema, wie du dir mit deinem Seelenplan ein sicheres und regelmäßiges Einkommen generieren kannst. Wir haben ja so diesen süßen Glaubenssatz, wenn ich irgendwo im Angestelltenverhältnis bin, dann habe ich ein sicheres Einkommen. Das mag auch sein, dass jeden Monat Summe X auf deinem Konto dann sicher landet. Selbst wenn du mal nicht anwesend bist oder wenn du zwar am Arbeitsplatz hockst, aber nicht wirklich da bist, sondern mit deinen Gedanken vielleicht bei deinem Seelenplan schwelgst, also nicht produktiv bist, dass du dann am Monatsende trotzdem ein gewisses Einkommen hast. Aber das geht ja auch alles nur eine Weile gut. Und gleichzeitig, je mehr du am Arbeitsplatz hockst und dich fragst, hey, was mache ich denn hier eigentlich? Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich fühle mich überhaupt nicht sinnvoll hier oder sinnerfüllt bei dem, was ich mache und. Dein Energielevel geht ja immer weiter runter. Das heißt, irgendwann wird dein Körper dir auch Disharmonien schicken. Und das andere ist,
Es ist ja alles nur vermeintlich sicher. Wenn dem Chef deine Nase morgen nicht mehr gefällt oder der Chef geht, es kommt ein neuer Chef und dem gefällt deine Nase nicht mehr oder irgendwelche solche seltsamen Dinge, die manchmal in Firmen passieren, wie Mobbing und oder Umstrukturierungen oder Personalabbau. Wie schnell ist dein vermeintlich sicheres Einkommen dann ja eben auch weg? Also ich möchte dir damit einfach nur mal verdeutlichen, zwei Dinge sind sicher oder eines eigentlich nur. Sobald wir das Licht der Welt hier erblickt haben, haben wir uns dazu entschieden, hier in diesem Körper jetzt zu inkarnieren und bestmöglich unser Leben zu gestalten, eigentlich zur besten Version unserer selbst zu werden, bis dann diese Schleier über uns gelegt wurden und wir gelernt haben, uns irgendwo mit dem Leben zu arrangieren und ja, unsere Augen immer drüber wurden. Und das, was absolut sicher ist, dass wir irgendwann diesen jetzigen Körper nochmal verlassen. Und das, was dazwischen geschieht, das ist das Leben. Das ist das Leben, das dazwischen geschieht. Das heißt, du kannst dir nur im Grunde genommen eines wirklich zu 100% sicher sein. Du kannst dir deiner selbst sicher sein. Sonst nichts, nur deiner selbst. Und dieses Urvertrauen, dass du dir deiner selbst sicher sein kannst, dass du dir selbst auch trauen und vertrauen kannst, dass du auch dem Leben vertrauen kannst, auch das ist in dir angelegt, es ist nur verschüttet. Wenn du damit arbeiten möchtest und dein Urvertrauen nochmal stärken möchtest, wir haben ja so sieben Hauptchakren. Ich möchte es jetzt nicht hier allzu spirituell werden lassen, aber so ein kleiner Ausflug in diese Welt möchte ich jetzt doch mal machen. Ganz kurz nur. Dann kannst du dich gerne mal auf dein Wurzelchakra, das sich zwischen Anus und Genitalien befindet, regelmäßig die Aufmerksamkeit drauf richten. Und da sitzt nämlich das Thema Vertrauen, das Thema Urvertrauen ins Leben, das Thema mit beiden Füßen hier auf Mutter Erde sich angenommen fühlen, angekommen sein. Da kannst du dir gerne einfach vorstellen, wie du über dieses Wurzelchakra tief und genüsslich deinen Atemstrom ein- und ausströmen lässt und immer verbunden mit den Gedankenenergien das Licht, Liebe, Lebensenergie und Urvertrauen einströmen und wieder ausströmen. Eine ganz simple und einfache Übung, einfach nur machen und regelmäßig machen. So habe ich über einen langen Zeitraum hinweg unter anderem, neben anderen Dingen natürlich auch, aber es ist ein Puzzle davon, mein Urvertrauen ins Leben wieder gestärkt. Dass ich halt auch unter anderem irgendwann den Mut hatte, nach 30 Jahren mich aus meinem vermeintlich festen, sicheren Arbeitsverhältnis die Kündigung einzureichen und zu sagen, hey, ich mache jetzt nur noch die Dinge, die mir wirklich Freude bereiten, die mir am Herzen liegen und freue mich ab sofort jeden Tag auf ein neues, auf diesen neuen Tag wieder, wie so ein kleines Kind früher. Was hält der Tag heute nochmal für mich bereit? Ja, also damit kannst du zum Beispiel auch dein Urvertrauen ins Leben nochmal stärken. Dann zu dem Thema, wie du dir ein sicheres und regelmäßiges Einkommen generierst. Schau mal, um sicher und regelmäßig Einkommen zu haben, gehst du bislang sicher und regelmäßig jeden Morgen in die Firma oder ins Büro oder also an die Stelle, wo du ja deinen Arbeitsvertrag hast. Das machst du regelmäßig. Du weißt ganz genau, über ein gewisses finanzielles Limit kommst du aber mit deinem jetzigen Job nicht drüber hinweg, weil das sind ja irgendwo Grenzen gesetzt. Das ist mal so der erste Augenöffner. Wenn du dein Leben selbst in die Hand nimmst, das Urvertrauen ins Leben nochmal förderst und hier entdeckst, was in dir drin ist, deine Einzigartigkeit, deinen Seelenplan, das, was dich ausmacht und beginnst, den zu leben und dich sichtbar zu machen,
anderen Menschen zu helfen mit deiner Einzigartigkeit, da wo du Problemlöser bist. Wir haben gestern über das Thema Problemlöser gesprochen, dass jede Firma irgendwo Probleme löst. Dann bist du dein eigenes sicheres Einkommen und du selbst und niemand anderes bestimmt, wie viel Geld du im Monat verdienst. Niemand anderes setzt dir eine Schranke und sagt, hier, Tarifgruppe 4a, b, 15, keine Ahnung was, mehr gibt's nicht, ob du mir leistest oder nicht, mehr gibt's einfach nicht. Okay? Also du selbst bestimmst auch damit, und da sind nach oben die Grenzen offen, dein Einkommen. Sicher, stabil, Monat für Monat. Und die Krux dabei ist, neben allen Dingen im Hinblick deiner Einzigartigkeit, deinem Seelenplan, deinem Programm, was auch immer, mit was auch immer du anderen Menschen helfen möchtest, wo du auch immer ein Problemlöser für andere bist. Die Ursache, an die es zuerst hinzuschauen gilt, dass das Einkommen auch sicher und stabil ist und dass es mit Leichtigkeit auch jeden Monat zu dir fließt, fängt bei zwei Dingen an, nämlich hier im Kopf zwischen den Ohren, bei deinem Selbstwert und damit einhergehend bei dem Thema Geld-Mindset. Denn ich habe es schon öfter erwähnt, ich glaube gestern Abend auch, wir haben alle in erster Linie ein Leistungsbewusstsein entwickelt, aber kein Selbstbewusstsein. Und mit dem Thema Selbstbewusstsein, auch wenn man nach außen so, also ich habe früher auch nach außen hin ein selbstsicheres Auftreten gehabt, ja, aber hinter den Kulissen hat es ganz anders ausgeschaut. Und ich war so froh, dass diese Fassade eben auch da war. Und im Hinblick auf Selbstbewusstsein meine ich in erster Linie Selbstwert und Geldmindset. Das Wichtigste ist, dass du dir deiner Einzigartigkeit bewusst wirst und so deinen Selbstwert, was du wert bist, dir selbst gegenüber, was du es dir wert bist, aber auch dem, was du anderen Menschen bieten kannst, welche große Hilfe du ihnen geben kannst. Mit dem, wo du einen Schritt weiter bist als die anderen, die deine Hilfe suchen, dass du es dir eben dann eben auch erlaubst, die Geldenergie in dein Leben zu ziehen, die eben auch zu dir passt. Weil da stehen wir alle wegen unserem kranken Geld-Mindset in erster Linie so da. Ja, da habe ich früher auch da gestanden, nur ja nicht zu viel hier abladen. Und da solltest du dir auch zunächst mal so eine kleine Vision auch erschaffen. Wie schaut denn dein optimales Leben, dein optimaler Tag überhaupt aus? Zum Beispiel in einem Jahr. Wo lebst du? Wie lebst du? In welchen Räumlichkeiten befindest du dich? Befindest du dich noch in den gleichen Räumlichkeiten, in denen du dich jetzt auch befindest? Oder sind das vielleicht andere? Willst du vielleicht ortsunabhängig arbeiten? Willst du vielleicht reisen? Oder willst du einfach nur haben, dass das Geld einfach zu dir fließt und du nicht Monat für Monat auf ein neues anfängst, Geld wieder mühselig oder dem Geld hinterherzurennen, sondern dass du einfach so da stehst? Wie ist dein Selbstwert dann in einem Jahr? Was macht es mit deinem Lifestyle? Deine Finanzen. Überleg dir da einfach mal, wie dein optimales Leben ausschaut. Das ist so der erste Schritt, auch in eine andere Richtung zu denken. Denn Selbstständigkeit oder deinen Seelenplan zu leben oder nebenbei eben auch ihn zu entwickeln, wie ich das ja auch bei mir gemacht habe. Ich habe das ja lange Jahre zweigleisig nebeneinander laufen lassen. Das hat nichts damit zu tun, wie man so schön diesen Ausspruch kennt, ja, selbstständig heißt selbst und ständig. Die klassische konventionelle Selbstständigkeit, also irgendwo ein Geschäft zu haben und x Stunden dort zu verbringen, das mag wohl immer noch zutreffen, selbst und ständig zu arbeiten. Aber gerade im Zeichen des Internets und des jetzigen Zeitalters geht das viel, viel einfacher, dass du
eben nicht selbst und ständig arbeitest, sondern dass viele Prozesse einfach automatisiert werden können und auch die Kunden automatisiert den Weg zu dir finden und du ein Angebot hast, ja, das quasi 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr auch erreichbar ist. Das geht heute alles. Also du kannst es dir in der Richtung eben auch einfach machen. Aber der erste Schritt ist wirklich, dass du an deinem Selbstwert feilst und das von einem gewissen Level, wo du gerade stehst, ordne dich da selbst gerne ein von der Skala von 0 bis 10. Wo würdest du deinen Selbstwert da einordnen? Also der darf natürlich auch entsprechend höher sein, dass du dir eben auch erlaubst, die Geldenergie, die zu dir passt, die zu deinem Lifestyle passt, und seien es das 5.000, 10.000, 15.000 oder 20.000 Euro oder noch mehr im Monat, dass du dir eben auch erlaubst, diese Geldenergie regelmäßig zu dir fließen zu lassen. Schau mal, das Geld ist da. Es steht nirgendwo geschrieben, dass das nicht auch zu dir fließen möchte. Wir stehen nur so mit einer Schranke hier. Nur ja nicht hier bei mir abladen oder dass das Geldrohr ist nur so klein, statt es groß werden zu lassen. Schau mal, jemand, der 30, 40.000 Euro im Monat in sein Leben zieht, der steht hier mit offenen Armen hier, der hat einen hohen Selbstwert, hohes Selbstbewusstsein. Und damit fängt es einfach an, dir ein sicheres, stabiles Einkommen zu generieren. Gestern haben wir ja darüber gesprochen, deine Einzigartigkeit herauszukristallisieren. Und ich erzähle dir jetzt mal so ein bisschen meine Geschichte, wie das bei mir so angefangen hat. Ich habe ja auch nicht hier direkt, Gott, wenn du mir vor 3, 4 Jahren, naja, 4, 5 Jahren noch gesagt hättest, hier live einfach so auf Facebook unterwegs zu sein, das hätte ich mir damals auch alles nicht vorstellen können. Ich habe vor 14 Jahren die Praxis gegründet, mentalen Gesundheitspraxis, aus dem Aspekt heraus, dass ich einfach mal mir eine Homepage erstellt hatte. Keine Ahnung von Technik. Ich habe mir einfach ein Programm geholt, das mir einfach gezeigt hat, wie es, also die Anleitung gegeben hat, und habe mich dann mühselig durchgearbeitet. Habe dann ja darauf Werbung geschaltet, damit die Leute mich eben auch finden. Nee, vorher bin ich noch hingegangen. Stimmt, ich hatte die Homepage gemacht und dann bin ich zuerst mal hingegangen und habe mir Flyer drucken lassen und bin hier bei uns im Saarland rumgefahren, habe mal so ein paar Tage da investiert und habe Flyer überall hier im Saarland verteilt. Und so sind die ersten Leute auf mich aufmerksam geworden und so habe ich die ersten Termine generiert. Ich gebe dir das jetzt mal alles auf den Weg, sind alles Möglichkeiten für dich, aber du kannst es natürlich dir auch einfacher machen und auf andere Marketingtechniken, die ich ja jetzt eben auch nutze, du kannst es ganz simpel und einfach dir auch gestalten. Du musst nicht diesen Weg gehen. Das sind alles nur Möglichkeiten. Fühl einfach mal hinein, was sich für dich besser anfühlen würde. Deshalb erzähle ich dir mal so meinen Weg. So, und damit hatte ich dann erstes Geld eben auch verdient. Das heißt, ich habe sogar die ersten Coachings, die ich gemacht habe, die habe ich nur am Telefon gemacht. Warum? Weil ich keine Räumlichkeiten hatte, ich hatte auch kein Geld oder wollte auch nicht da mir Räumlichkeiten anmieten und da Monat für Monat gewisse Summe an Miete zusätzlich noch irgendwie investieren. Und ich war so unsicher, und das bitte auch zu deiner Rückenstärkung. Wenn du jetzt so die Ideen hast, damit kann ich doch kein Geld verdienen. Ich war so unsicher mit dem, was ich am Coaching damals von mir gegeben habe, dass ich das am Telefon gemacht hatte, weil dann konnte ich den Ordner neben mir liegen haben und hatte meinen Leitfaden, den ich durchgehen konnte. Das waren meine Anfänge im Coaching-Bereich. Okay? Und dann habe ich angefangen, Werbung zu schalten, damals noch über Google AdWords, damit auch Leute außerhalb des Saarlandes mich finden konnten. Dann gingen diese Telefonberatungen weiter, dann habe ich mal angefangen, mir punktuell Räumlichkeiten anzumieten, wo die Leute dann auch eben zu mir kommen konnten. Dann habe ich mit Seminaren angefangen, Tagesseminare, Wochenendseminare. Und dann sind einfach auch immer mehr auf mich aufmerksam geworden, die außerhalb des Saarlandes gekommen sind, auch zu mir dann zu Einzelcoachings.
Und damit nicht jemand, der 800 Kilometer weit fährt, nur für 3 Stunden zu mir kommt, dann gab es eben ein Tages-Einzelcoaching bei mir oder 2 oder 3 Tages-Coaching mit mir zusammen, damit das irgendwo auch in einem anderen Verhältnis stand. Also das waren so meine Anfänge. Und das war natürlich auch auf der anderen Seite wiederum Monat für Monat immer wieder auf ein neues. Aber es hat auch funktioniert. Ja, also auch das ist ein Weg, der für dich auch funktionieren wird, wenn du sagst, okay, das fühlt sich gut für mich an. Und dann bin ich ja auf die Idee gekommen, online technisch doch noch mehr zu machen. Dann hatte mein damaliger Mentor zu mir gesagt, unter anderem hatte irgendwas von Online-Kongressen mir gesagt. Ich habe damit damals gar nicht so richtig verstanden, was er da meinte, aber ich habe mich auch nicht so richtig getraut, nachzufragen. Ich wollte irgendwie nicht so dumm dastehen und habe dann dieses Thema, aber irgendwie hat das in mir gearbeitet. Das war 2015 genau. Und ich habe wohl vorher so gesehen, da laufen so Online-Kongresse, aber wie soll das funktionieren? Wie soll man damit Geld verdienen? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ein Jahr später war mein erster Online-Kongress am Start. Das war damals der größte mit 50 Experten am Start. Ich hatte irgendwann das Postfach so voll, dass ich gesagt habe, Leute, ich kann immer mehr Experten hier jetzt aufnehmen. Mit 50 muss ich jetzt einfach mal einen Cut machen. Mehr geht nicht. Das ist zu viel. Und so sind dann noch 3 weitere Online-Kongresse gefolgt. Und damit kann man auch sehr, sehr gutes Geld verdienen. Und dann war einfach der nächste Schritt, dass ich Online-Kurse entwickelt habe, dass dann natürlich auch die Sichtbarkeit größer war, dass wunderbare Menschen mich angefragt hatten und nach einer Zusammenarbeit gefragt haben. Und genauso, ich bin da keine Besonderheit, genauso wird das bei dir auch sein, wenn du einfach mal nur eine Entscheidung triffst und erste Schritte gehst. Und der nächste Schritt war dann eben komplett online, ortsunabhängig unterwegs zu sein. Und das liebe ich einfach so, dass ich nicht punktuell irgendwo sein muss und dass es völlig egal ist, ob ich wie gerade jetzt hier im Saarland hocke oder ob ich in 2 Wochen in Indonesien unterwegs bin oder im Sommer auf Zypern unterwegs bin, wo auch ja mein Wohnsitz hin verlagert wird noch in diesem Jahr. Oder in der Karibik unterwegs bin oder egal wo auf diesem Planeten ich unterwegs bin. Ich brauche nichts anderes als den Laptop, brauche mein Handy, brauche mich selbst und meine Familie, wer auch immer dann mit dabei ist. Wir reisen ja auch, trotzdem die Kinder schon erwachsen sind, auch zu viert noch ganz viel durch diese schöne Welt. Und da gibt es wunderbare Marketingtechniken und Tools, die das Ganze automatisieren. Natürlich sprengt das hier den Rahmen, um da auf diese einzelnen Techniken und Tools einzugehen, weil das ist immer so ein Schritt, den es nach dem nächsten zu gehen gilt. Aber bitte, ich kann dir sagen, ich habe mit Technik und Internet und Computer und Handy und Smartphone überhaupt nichts am Hut gehabt. Ich habe letztes Jahr, Anfang des Jahres, mein erstes Smartphone überhaupt bekommen. Bis dahin hat meine Familie mich auch immer ausgelacht, wenn ich so mein kleines Teil da in der Hand hatte, mit dem ich wirklich nur telefonieren konnte und zu mir gesagt haben, Mensch, du hast hier ein Online-Business und dann läufst du noch mit dem Ding da rum. So, und dann habe ich mich ja dazu entschieden, okay, dann hole ich mir halt mal ein Smartphone, weil es einfach viele Annehmlichkeiten noch hat, weil ich auch damit noch ortsunabhängiger, auch ohne Computer noch unterwegs sein kann. Also das waren meine Anfänge. Und das habe ich dir jetzt einfach so auf dem Weg hier mal von meiner eigenen Geschichte erzählt, um dir die Angst zu nehmen. Wenn du dich erstmal entscheidest, ich entdecke, lebe meinen Seelenplan, ich arbeite da weiter mit mir, ich verspreche mir selbst, jetzt zur besten Version meiner selbst zu werden, meine Einzigartigkeit zu fördern, meinen Diamanten zu schleifen und sichtbar zu werden. Entschuldigung. Und anderen Menschen einfach auch einen Mehrwert zu bieten, indem ich denen ihre Probleme lösen. Und wenn es auf so eine, in Anführungsstrichen, banale Art und ist, wie ich gestern das Beispiel von jemandem von dir, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, wo es um das Thema Nähen ging.
Also auch damit kannst du ja anderen Menschen helfen, weil wenn ich auf der Suche bin, irgendwie mir online einen Nähkurs zu holen, der mir genau zeigt, wie ich mir einen Rock oder ein Jacket oder eine Bluse da zusammenschneiden kann und nähen kann, dann bin ich heilfroh, wenn ich auf so ein Angebot stoße. Das geht mit wirklich allem, mit deiner Einzigartigkeit. Und in der Richtung ist das Internet eben ein absoluter Segen. Und wenn du erstmal diese Entscheidung triffst, es werden ganz, ganz viele Türen, eine Tür nach der anderen aufgehen, so wie es in dem Moment zu dir passt. Du brauchst nur zu gehen. Du darfst gehen. Nur du selbst bist deine eigene Schranke, solange du es dir nicht erlaubst, ja, dich auf deinen Weg zu machen. Und dann Thema Selbstwert und Geldmindset, wenn du dich diesem Thema dann eben auch noch öffnest, dann wirst du ein sicheres, regelmäßiges Einkommen generieren und mit Sicherheit auch in einer Größenordnung, was jetzt noch absolut deine Vorstellungskraft sprengt. Okay? Ich schaue jetzt mal hier so ein bisschen in die Kommentare rein, was ihr mir da reingeschrieben habt. Also wenn du Fragen hast, bitte gerne jetzt hier reinschreiben. Ich nehme mir gerne die Zeit, auch noch darauf einzugehen. Okay? Maya schreibt, diesen Satz muss ich speichern, gerade auch wegen morgen Zahnarzttermin. Welcher Satz es auch immer war, den ich von mir gegeben habe. Wunderbar. Schön, dass ich dir damit was weitergeben konnte. Selina schreibt, wie war? Ja. Maja, mein Urvertrauen muss ich erst wieder finden und das ist sehr schwer. Liebe Maja, streich diesen Satz, es ist schwer. Das ist ein Glaubenssatz. Erlaube dir, mit Freude und mit Leichtigkeit dein Urvertrauen wieder zu entwickeln. Okay? Erlaube dir, mit Freude und mit Leichtigkeit dein Urvertrauen wieder zu erwecken. Wandel bitte diesen Satz jetzt sofort um in den Satz. Ich erlaube mir ab sofort mein Urvertrauen in mich selbst und in das Leben zu entwickeln. Okay. Die Urenergie des Urvertrauens, schreibt Selina, genau. Der Christian ist auch dabei. Liebe Grüße in die Schweiz. Grüezi. Emil schreibt noch zum festen und sicheren Lohn nur dies, 50% Pensum in 2 Jahren zwischen Schweizer Franken 450.000, knapp 2 Millionen. Du weißt, wie du diesen Kommentar einsetzen kannst, der auf ein Lichtlein wartet. Ja, Christian, ich weiß, was du meinst. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Danke, Christian. Maja, das hört sich so einfach bei dir an. Liebe Maja, liebe Selina, liebe Hilge, jeder, der hier auch im Nachhinein noch zuschaut. Es ist im Prinzip ganz, ganz einfach. Es sind im Prinzip wirklich nur diese 3 Schritte zu gehen. Der allererste Schritt, dich dafür zu entscheiden, zur besten Version deiner selbst zu werden und ab sofort aufzuhören, wertvolle Lebenszeit an dir vorbeiziehen zu lassen, die du nie wieder zurücknehmen kannst. Du kannst allen Kram aus der Vergangenheit heilen und ändern, hier im Gehirn alles an Glaubenssätzen, Prägungen und Themen ändern, weil du kannst eines nicht, wertvolle Lebenszeit zurückziehen. Und dann ergibt eins das andere, dann kommt ein Schritt nach dem anderen. Und du musst bitte auch nicht wie ich 14 Jahre brauchen, um in wirklich absolut hohe, stabile Einkommensquellen dir zu generieren. Das geht heute viel, viel schneller. Das Thema dabei ist, es ist im Prinzip sehr, sehr einfach. Die Schwierigkeit dabei ist, es ist nicht immer leicht, weil es kommen natürlich auch mal so ein paar Brocken, wo ja, Beispiel von mir, wo ich denke, ah, das hier mit der Technik, das kriege ich jetzt nicht hin. Wie sollte das funktionieren? Oder da kommt irgendeine Herausforderung, wenn ich dabei war, ja, den Kongress zu wuppen. Oder dann kommen Absagen oder da kommen Kritiken auch rein.
Je sichtbarer man wird, umso mehr wird man auch angegriffen. Ich habe schon Mails in meinem Postfach gehabt, wo welche mich für meine Aussprache kritisiert haben, für meine Frisur kritisiert haben, für die Brille kritisiert haben, was weiß ich für alles kritisiert haben. Davon darf man sich lösen. Das ist natürlich nicht immer so gewesen, dass ich darüber gelacht habe. Vor allem, wenn ich da manchmal so gefühlte 10 Seiten in meinem E-Mail-Postfach gefunden habe, wo welche mich kritisiert haben. Aber das ist deren Thema. Das ist deren Thema. Das ist nicht dein Thema. Du musst damit nichts machen. Lass das einfach bei denen und dann ist auch gut. Aber das sind so die kleinen Hürden, die dann einfach aufpoppen. Aber das macht es auf der anderen Seite ja auch interessant und du wächst da dran. Du bist da jedes Mal wie so der Schmetterling, der noch im Kokon als Raupe hockt und sich entpuppt und immer größer und größer und größer wird, immer prächtiger wird, deine Flügel immer mehr ausbreitest und immer leichter eben fliegst, dir deine Einzigartigkeit immer bewusster wirst und dein Leben immer genialer und wunderbarer wird. Ja, okay. Also auch heute noch, liebe Maja und jeder, der jetzt hier dabei ist und auch im Nachhinein noch die Aufzeichnung anschaut, bitte, auch heute läuft bei mir nicht alles glatt. Auch heute habe ich immer noch Herausforderungen. Es wäre ja langweilig sonst. Aber ich habe mir eines angeeignet. Ich richte nur meine Aufmerksamkeit auf die Dinge, die funktionieren und mach davon mehr. Und wenn es Herausforderungen gibt, sei es jetzt von der Technik her oder sonst irgendetwas, dann hole ich mir Hilfe. Dann schaue ich, wer kann mir helfen dabei. Dann hole ich mir einen Mentor an meiner Seite. Beispiel jetzt Auswandern, Zypern. Gibt so viele Dinge, auf die es da einfach auch zu achten gilt. Dann habe ich jemanden an meiner Seite, der mir zeigt, auf was ich achten muss, welche Schritte wir gemeinsam gehen und, und. So, ich muss das ja nicht alleine machen. Also da gilt es einfach, die Aufmerksamkeit immer auf Lösungen zu richten und nicht in dem Problem hängen zu bleiben. Da gibt es im Übrigen ein wunderschönes Wort, kannst du gerne mal googeln. Das ist also tatsächlich irgendwo in unserer Wortbibliothek hinterlegt. Das heißt Nipselt. Nipselt ist die Abkürzung für nicht in Problemen, sondern in Lösungen zu denken. Okay? Okay, schreibt die Maja noch. Dann hat man im Laufe viele schlechte Glaubenssätze bekommen. Mehr als das. Genau. Und die sind alle wandelbar. Und zwar mit Fingerschnipp sind sie wandelbar. Das heißt nicht, dass sie mit Fingerschnipp hier im Gehirn schon direkt verändert sind. Aber diese Abertausende und Millionen Mal, wo du einen Glaubenssatz, ein Thema gehört hast, was sich als nicht förderlicher Glaubenssatz in deinem Mindset verankert hat, da dürfen wir nicht die Erwartung haben, wenn ich einmal dann anders denke, dass es dann direkt auch im Gehirn schon verankert ist. Du darfst dir diesen neuen Glaubenssatz auch immer und immer und immer und immer wieder sagen, bis er, wie man so schön sagt, in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und dann merkst du immer rascher, was für ein Blödsinn, was für ein Bullshit es oft tagsüber in dir denkt. Und dann wandelst du es um, machst dir ein Spielchen draus. Auch das kann zur Freude und zur Leichtigkeit werden. Es geht. Okay. Hut ab vor ohne. Okay. Naja. Was meinst du mit Hut ab? Ihnen wollte ich schreiben. Okay. Gut. Ja, also haben wir jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Nochmal einen weiteren Schritt gemacht zu deiner Einzigartigkeit. Ist dir jetzt bitte bewusst geworden, dass du auf eine leichte Art und Weise dir wirklich ein sicheres, stabiles Einkommen erreichen kannst? Monat für Monat, Jahr für Jahr und es dir dabei richtig gut gehen lassen kannst. Deinem Körper, deinem Geist, deiner Seele es richtig gut gehen kannst. Nie wieder jemand anderes fragen musst, ob du dann und dann Urlaub machen darfst.
nie wieder jemand anderes fragen, ob du eine Gehaltserhöhung bekommst. Nie wieder dir von jemand anderem vorschreiben zu lassen, wann du arbeitest. Das sind alles Dinge, die du selbst bestimmst. Schau mal, du bist eine erwachsene Frau, du bist ein erwachsener Mann. Nimm doch dein Leben selbst in die Hand und werde zur besten Version deiner selbst. Beginn doch wieder mal mit dieser kindlichen Freude in die Welt zu schauen. Lass doch deine Augen wieder glänzen, indem du das machst, was dir wirklich am Herzen liegt. Wenn du jetzt noch in einem Job bist, geht es nicht darum, diesen Job zu kündigen. Dann bau dir bitte nebenbei was auf. Wenn du in der Situation bist, dass du sowieso arbeitssuchend jetzt bist, dann setz doch bitte alle Energie, allen Fokus darauf, jetzt deine Einzigartigkeit zu entdecken, zu fördern, ans Licht zu bringen. Und nicht noch auf irgendwelche anderen Dinge deinen Fokus richtest, wo du genau weißt, es ist nur ein Kompromiss. Okay? Und dann stell dir doch mal gerne vor, wie schön es ist, dass du morgens überlegst, was für Tag haben wir heute. Dass es völlig egal ist, ob jetzt Montag ist, Mittwoch, Samstag oder Sonntag. Dass im Grunde genommen in deinem Leben es nur noch Sonntage gibt, weil du einfach zeitlos unterwegs bist und nicht sonntags abends so ein mulmiges Gefühl aufkommt, morgen früh muss ich wieder da irgendwo was machen. Ich kenne dieses mulmige Gefühl noch. Freitags nachmittags hat man sich gefreut, oh, endlich Wochenende, und montags, sonntags abends kam wieder so ein mulmiges Gefühl auf. Überhaupt schon dieser Gedanke, wieder früher ins Bett zu gehen, weil morgen früh musste wieder früh aufstehen. Und dann hat man sich so von Urlaub zu Urlaub gehangelt und dann je nachdem, wo man dann gearbeitet hat, dann gab es dann eben auch noch so, ja, Machtkämpfe von in der Hierarchie eines Unternehmens über vermeintlich übergeordneten Menschen, die einem dann auch noch Vorschriften machen wollten, durften, sollten, wann man Urlaub machen darf und mit wem man sich absprechen muss und, dieser ganze Kram. Hey, du hast doch was Besseres in deinem Leben verdient. Hör auf, dich zu quälen. Hör auf, dich zu arrangieren mit irgendwelchen Dingen und beginn bitte jetzt etwas zu verändern und dich mehr und mehr auf den Weg zu deinem Seelenplan zu geben. Okay? Meine Liebe, meine Lieben, mein Lieber. Okay. Dann lass uns morgen über das Thema sprechen, warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt für dich ist, deinen Seelenplan zu entfalten. Und wir werden uns morgen auch von dem Glaubenssatz lösen, dass du jetzt noch zu jung bist, zu alt bist, dass der Zug abgefahren ist oder wie auch immer. Okay? Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend noch. Geh mal bitte mit den Gedanken, mit der Idee ins Bett, deinen optimalen Tag dir auszumalen. Mit diesem Lächeln im Gesicht, wie schön es ist, wenn du dein optimales Leben kreiert hast, wo du einen Lifestyle hast, der wirklich zu dir passt, wo das Geld mit Freude und mit Leichtigkeit zu dir fließt, weil du deinen Selbstwert geheilt hast, weil du dein Geldmindset geheilt hast, wo deine Partnerschaft vielleicht auch auf einem anderen Level ist, weil du in dir ruhst, zufrieden mit dir bist, weil du eine ganz andere Ausstrahlung hast, ein ganz anderes Charisma, eine andere Anziehungskraft auch auf deinen Partner, weil du deinen Kindern was anderes nochmal mit auf den Weg geben kannst. Das war für mich im Übrigen auch mit der größte Motivator, meinem Herzen zu folgen, weil ich den Kindern da einfach ein anderes Vorbild sein wollte. Weil das wollen wir doch auch für unsere Kinder, dass sie ihrem Herzen folgen und ihr Ding im Leben machen und sich nicht quälen und irgendwann in der Situation sind, dass Depression, Burnout und Krankheitssymptome oder überhaupt eine große Sinnfrage zu dem Leben erst aufkommt. Ja? Also geh gerne mit den Gedanken zu Bett jetzt. Hab noch einen wunderbaren Abend. Gute Nacht. Ich freue mich auf morgen Abend. 21 Uhr sehen wir uns hier nochmal. Okay? Und ganz, ganz vielen Dank für die lieben Herzen und Daumen hoch. Bis dann. Tschüss.